Was ist mein Plague? Ich. Mir reicht's! R-E-W-I-N-F-I-D. Ja, meine Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu einer Aufnahme von Master Builders. Ich höre immer noch an, als hätte mir jemand zwischen die Beine getreten. Dafür ist heute Eve dabei. Die hat auch was zwischen den Beinen hängen. Ich hoffe zumindest nicht. Hallo Eve. Hallo. Wir haben vorher schon versucht, eine Runde aufzunehmen. Das Ganze sah dann ungefähr so aus. Was ist das? Sieht ultra schön aus. Ich gebe mal Isa Bleeding, Alter. Tut mir leid. Wenn Mindplex... Alles klar, hey, Digga. Ich meine, beste... Eve-LP, ich hab mal Isa Bleeding gegeben, weil es nicht geladen hat bei mir. Tut mir leid. Ja, ich konnte nichts dafür. Ich sehe schon wieder nichts. Was ist denn das? Ja, wie ihr seht, ist auf jeden Fall alles wieder super glatt gelaufen und ich hatte richtig Bock. Ich denke mal, dass wir jetzt wieder einen riesigen Marathon entgegenlaufen von Wörtern, die ich schon hatte. Ich bin mal gespannt, was jetzt kommt. Wir haben Milk. Was ist das für ein Thema? Es hat tut mir leid. Ja, aber was denn Milk für ein Thema? Da kannst du genauso gut Wasser und Stein nehmen. Gehen wir nochmal in den Hub. Und das Thema ist Snowball Fight. Das machen wir doch mal. Oh nein. Leute, findest du das doof? Nee, super. Ich baue alles, ist mir egal. Okay, alles klar. Gut, Leute, dann machen wir mal Snowball Fight. Liebe Eve, es gab ja jetzt ein oder andere Komplikationen in dieser Folge. Ich hoffe, du kannst mir verzeihen und weißt, dass ich das nach wie vor nicht böse meine. Ja, es tut mir manchmal leid. Manchmal ist es einfach wirklich schwierig hier auf Mindplex, mich zufriedenzustellen. Aber ich denke mal, dass wir das jetzt irgendwie schaffen. Wenn ich jetzt noch die Folge gewinne, dann bin ich zufrieden, Leute. Dann bin ich zufrieden, denke ich doch mal. Also muss ich für dich voten. Nee, ich denke mal, es passiert auch so. Also von daher alles cool. Leute, also, wie bitte? Du bist nicht genickt oder so, ne? Nee, das sowieso bin ich hier nie. Man kann sich, glaube ich, auf meinem Platz gar nicht nicken. Das ist das Ding. Ja, Leute, dann hört mal auf, den mal Zucker in den Popo zu blasen. Alles klar, genau. Passt mal auf, Kines. Der Adventskalender endet ja quasi heute, ne? Das wisst ihr ja. Das heißt, ihr habt quasi jetzt die Möglichkeit, Last Minute die beiden Buchstaben hier aus dem Adventskalender rauszufinden und quasi diese auch weiterzugeben und dann unten in die Tabelle einzutragen. So könnt ihr dann quasi gewinnen. Es tut mir echt leid, dass ich die Folgen Master Builders in letzter Zeit so verkackt habe zwischendurch mit dem Adventskalender-Stuff. Aber ich denke mal, dass wir jetzt beißen und hoffentlich ein Großteil der Leute... was geht bei dir ab? Was machst du? Da bist du dich gerade am Selbstbefriedigen. Hör auf damit, bitte. Nicht in meiner Aufnahme. Ja, alles klar. Nicht bei dir in der Aufnahme? Nee, bitte nicht bei mir in der Aufnahme, Eve. Ach, schade. Also selbst wenn ich das in den Titel schreibe, das will ja keiner hören, ne? Doch. Nein. Jedenfalls ist es so, dass wir jetzt, genau, am Ende des Adventskalenders sind. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn sich jetzt natürlich mal ein paar Leute melden würden unten in der Tabelle. Wenn ihr dann morgen Bescheid wisst, wie gesagt, morgen gibt es dann die komplette Auflösung, in welcher Reihenfolge ihr das alles schreiben müsst. Und gut ist. So. Wie baust du was Hässliches, Eve? Nee, ich gebe mir ja Mühe. Shit, was mache ich denn das? Das sieht aus wie eine Kuh. Das Einzige, was ich nicht bauen kann, sind Arme. Ja, bei mir sind es leider nicht nur die Arme, die ich nicht baue. Man hat halt, glaube ich, nachher, wenn man das regelmäßig spielt, so, man weiß immer, ja, Kopf mache ich immer so und dann hat man so seinen, weißt du? Ich weiß, was du meinst. Seinen Run und seine Tricks irgendwie. Muss man mehr Masterbilder bei irgendjemandem gucken, der gut ist. Kennst du jemanden? Revinzeit. Ah, okay. Wie ist da die Channel? Krasser Dude, 92. Okay, alles klar. Na, dann schaue ich da vielleicht mal vorbei. Krasser Dude. Hm. So. Gott, ja, Arme. Ich hoffe mal, da kann er es erkennen, dass er einen Schneeball durchs Gesicht bekommen soll, der Typ hier. Sieht gerade bei mir aus, als würde ein alter Mann Wichse ins Gesicht bekommen. Auch schön. Das ist einfach so schlecht. Nein, ist natürlich amazing. Wow, everything is awesome, oder? Everything is awesome. Was so. Kann man... So. So. Oh, das ist... So. Was gibt's denn hier noch? Der wirft doch so einen Schneeball quasi. Kann man jetzt Snowpuffs da noch reinmachen? Oh ja. Oh. Und hier steht quasi so ein kleines Kind und kriegt so einen Schneeball in die Fresse. Fertig. Also da bin ich noch nicht... Wie mache ich das denn, hey? Ich baue einfach ein kleines Mädchen, was mit Schneebällen abgeworfen wird. Bin richtig. Ey, das mache ich schon! Echt jetzt? Verpiss dich!
Machst du wirklich? Ah, ich wollte ja nett sein, wenn ich mit dir aufnehme. Alles klar, ja, danke. Aber du darfst das natürlich auch machen. Ja, voll nett von dir, so Eve, also ehrlich. So hätte ich gar nicht gedacht, so, dass du so bist. Ne? Also, danke dafür, so Eve. Ne? Du bist echt so voll die beste Solan. Ich schwöre dir, Eve, ne? Du bist echt so voll nett und so. Also du machst auch echt gute Videos, Eve, so, weißt du? Ah, oh, so nett von dir. Ey, Eve, so gar kein Problem, so hat. Voll kein Ding, ey. Du bist so ehrlich und offen. Ey, Eve, und ey, so. Ich schwöre, ne, danke schön. Danke, ey, voll nett von dir auch, ja. Voll so. Schön. Hier wird auf jeden Fall ein kleines, fettes Mädchen mit Schneeballen abgeworfen bei mir. Oh, das ist Mobbing. Nee. Lass ein wunderschönes, schlankes, kleines Mädchen abwerfen. Nee, ich habe ein kleines, fettes, blondes Mädchen, was mit Schneeballen abgeworfen wird. Everything is awesome. Oh, dann machen wir auch da so einen Schneeball hin. Meine Männchen sehen halt echt. Aber ich finde die Idee, ich finde das super, meine Idee. Man muss ein bisschen selbst loben. So. 15 Sekunden habe ich noch. Was mache ich denn jetzt? Was machst du? Ich? Du konzentrierst dich gerade noch, weil du machst was Schönes. Ja, ja. Awesome. Oh. So Leute, man sieht auf jeden Fall, dass sich hier zwei fette Menschen mit Schnee bewerfen. Das kann man auf jeden Fall gut erkennen, finde ich. Also es ist in Ordnung, ne? Es ist okay. Jetzt scheint zwar gerade wieder die Sonne, was ist das? Was ist das? Hier steht... What? Snowboard. Der kann nicht mal... Der kann... Snowboard. Snow... Das ist... So viele Rechtschreibfehler in einem so einfachen Wort. My eyes are sowas von bleeding, Junge. Ja, sorry. Palle, Alter. Wahrscheinlich Paluden-Zuschauer, ne? Hier, Snowboard. Da sieht man mal, wo die Bildung kommt. Das ist gar nicht so schlecht. Sag ich mal, it's okay, ist okay. Was soll das sein? Ja, Schneebälle halt, die sich so Männer, so Schneemänner, die sich irgendwie so bewerfen. Aber ich habe das schon mal irgendwo it's gesehen. Okay. Nee, deshalb gebe ich ein Mäh. Ich habe das nämlich sogar schon mal irgendwo gesehen. Das haben sie nämlich irgendwo hier nachgebaut, der Creeper Gamer. Ist jetzt nicht so der Burner. Oh. Das sind zwei dunkelhäutige Menschen mit einem Kürbis auf dem Kopf, die sich mit gut. Steinen bewerfen. Gibt's ja. Ein it's okay für maximal. Sich mit Steinen Ja, das sind halt einfach Steine. Face Gaming, Alter. Ja, sorry, Mann. Ich denk mal, It's Schneider PvP wird was richtig Gutes gemacht haben. Das ist, It's okay. Ich find's ganz cool. Echt? Ich mach gut. Nee, ich geb It's okay. Sorry, Mann. Wir müssen schon gut und bad. Nee, ist nicht so geil, Alter. Tut mir leid. Pseudonym. Ist, also, finde ich jetzt. Ich weiß nicht. Das ist cool. Also, da hat man halt wenigstens ein bisschen Move drin. Da gebe ich mal ein Gut drin. Also, man kann halt die Menschen erkennen. Die sich so bewegen und so. Und hier sieht man, wie der eine Schneeball wirft. Finde ich echt cool, so von der Bewegung her. Ja, finde ich gut. Muss ich sagen, Eve, das hast du nicht schlecht gemacht. Auch wenn wir zwei blaue und grüne Menschen, aber sehr, sehr simpel. Ja, das ist eine Schneeburg. Ist irgendwie auch ganz süß. Gebe ich auch mal ein Gut. Finde ich auch nicht schlecht. Weil die Villager finde ich einfach gut. Die werfen sich so mit dem Schnee und haben so zwei Burgen gebaut. It's Schneider PvP. Er kann nicht nur PvP, sondern auch Master Builders. Ja, das muss man mal dazu sagen. Der junge Mann hier im Gegensatz wieder nicht. Nein. Was steht hier? Merry Christmas. Christmas mit C. Ja, da würde ich ein bisschen wieder mal Eiser Wieding geben, weil der Junge kein Deutsch kann. Aber er hat den kleinen Pimmel hingebaut. Ist auch schön. So ein kleiner Pimmel dafür gibt's noch. Ja, so, ne? Eben, Pimmel Alfred drin. USA, Alter. Vielen Dank dir auch, Merry Christmas, Alfred. Oh, okay, guck mal hier. Oh ja, das ist so wie meins, nur noch ein bisschen besser, ne? Guck mal hier, man erkennt es doch, oder? Komm. Ich Findest geb du dir nicht? Mal amazing. Warst du auch so nett zu mir. Findest du es gut? Ja, also das Männchen hier auf jeden Fall, das kleine, dicke Mädchen, da fehlen mir ein bisschen so die Facial Expression. Ja, er sollte fett sein. Soll ein kleines, fettes Mädchen sein. Was ist das hört hier? Hört nicht auf. Chantal. Chantal ist ziemlich dick. Da gibt es ein It's okay für, weil Chantal ist ziemlich fett. Das ist richtig unfair, Mann. Guck mal hier, Chantal. Das ist doch was für dich. Chantal, dicke Leute, oder was? Ach nee, also, ach, das hier ist ein kleinwüchsiger hier. Nee, also Chantal ist jetzt nicht so. Ich finde Chantal, ja, muss ich immer an die von Fuck You Goethe denken. Oh. Ja, Leute, easy win mal wieder. Ja, es war wieder ganz einfach, ganz knappes Ding. Natürlich hier zwei Punkte. Es hat geklappt, Leute, ich habe es geschafft, eine Runde aufzunehmen. Innerhalb von einer Stunde. Das hat Spaß gemacht. Schaut mal bei der lieben Eve vorbei, da seht ihr die ganze Ragequit-Folge. Und ja, lasst einen Daumen hoch da. Morgen geht's, wie gesagt, an die Auflösung des Adventskalenders. Ich hoffe, ihr habt die beiden Buchstaben gefunden. Macht's gut, haut rein. Bis dahin. Tschüss!